Sie kontrollieren auf Baustellen, auf Autobahnparkplätzen, in Nagelstudios oder in Restaurants. Ganz ruhig, alles gut. 44.000 Frauen und Männer arbeiten für den deutschen Zoll. Eine Kernaufgabe? Die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Und nicht selten reagieren die Kontrollierten aggressiv. Mit Messern oder mit heißem Fett oder was auch immer. Unterwegs mit dem deutschen Zoll im Kampf gegen die Schwarzarbeit. Okay, dann los geht's. Wir sind in Bamberg in Oberfranken. Im Hauptzollamt ist die FKS untergebracht, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Wir begleiten Kai Horlamus und seinen Kollegen Andreas Ruprecht. Heute ist ein Großeinsatz auf einer Baustelle geplant. Der Einsatz beginnt. Die Beamtinnen und Beamten sind immer mit Schutzweste und Dienstwaffe unterwegs. Ja, weil immer was passieren kann. Man weiß nie, mit welchen Leuten man zu tun bekommt, wie man auf der Baustelle antrifft. Mehr als 20 Beamtinnen und Beamte sind heute im Einsatz. Die Kolonne setzt sich in Bewegung. Die Baustelle liegt in einer Stadt nördlich von Bamberg. Schwarzarbeit ist ein großes Problem in der Bauwirtschaft. Klassisches Beispiel, bei den Stundenaufzeichnungen wird halt manipuliert. Die Arbeitnehmer geben uns an, sie arbeiten von früh um 7 bis abends um 18 Uhr. Und in den offiziellen Aufzeichnungen erscheinen die oft nur als geringfügig Beschäftigte. Kurz vor der Ankunft ein letzter Funkspruch. Wir fahren halt jetzt dann gleich den Berg hoch. Da muss halt dann jeder selber schauen, wie er oder wo er parken kann. Alles klar? Jetzt kommt es auf Schnelligkeit an, damit mögliche Schwarzarbeiter nicht fliehen können. Die meisten der hier Beschäftigten stammen aus Rumänien. Deshalb hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine Dolmetscherin mitgebracht. Dann beginnt die Suche nach den Bauarbeitern des Unternehmens, das den Rohbau verantwortet. Guten Tag, wir sind vom Zoll, wir machen eine Kontrolle nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Wir bräuchten einmal den Ausweis, bitte. Alle Arbeiter werden zu einem Sammelpunkt gebeten. Der ganze Rohbau wird abgesucht. Da es offenbar noch keine Treppen gibt, geht es über das Gerüst. Der Bau hat 7 Etagen. Die meisten Bauarbeiter stammen aus dem Ausland, vor allem aus Rumänien. Inzwischen die Regel auf deutschen Großbaustellen. 90% der Arbeitnehmer, die wir hier antreffen, sind ausländische Arbeitnehmer. Und der Fachkräftemangel in der Baubranche ist also offensichtlich. Das Team der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat den Rohbau geräumt. Nun findet die Befragung der Bauarbeiter statt. Dieser Mann hat keinen Ausweis dabei. Eben brauchen wir ein offizielles Ausweisdokument. Den muss er dann holen. Kaum einer der Arbeiter aus Rumänien spricht Deutsch. Die Dolmetscherin übersetzt. Der Mann sagt, dass er von 7 bis 17 Uhr hier arbeitet. Dann eine erste Unstimmigkeit. Selbst die Dolmetscherin wundert sich. 2 Stunden Pause macht der Mann jeden Tag. So sagt er es. Von wann bis wann? Der lackt. Also, ich mache lang. No, ich mache. Halb 10 bis halb 11 und dann halb 2 bis halb 3. Der Herr hat angegeben, 2 Stunden Pause zu haben. Ist sowas auf dem Bau realistisch? Habe ich immer gefragt. Das ist nicht üblich, 2 Stunden. Ist normalerweise nicht üblich. Das wird jetzt zu klären sein, inwieweit die Angaben tatsächlich den Wahrheiten entsprechen. Und dann müssen wir halt gucken. Ne? Auch in Saarbrücken kämpfen die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts täglich gegen Schwarzarbeit. Mit im Einsatz Peter Kockelmann, Zollinspektor, und Mike Schenkelberger, Zollhauptsekretär. Die Beamten nehmen uns mit auf eine mobile Kontrolle. Um nicht sofort aufzufallen, sind sie in Zivil unterwegs. Erste Station ist ein Nagelstudio. In dieser Branche ist Schwarzarbeit ein großes Problem. Kurz vor dem Einsatz eine letzte Besprechung. Gut, das nächste Zielobjekt haben wir, das Nagelstudio. Team 1 geht rein, sichert die Hinterausgänge, wenn vorhanden. Durch mich wird die Prüfung eröffnet. Wir haben unseren Übersetzer dabei. Die Beamtinnen und Beamten legen die letzten Meter zu Fuß zurück. Das ist weniger auffällig. Dann betreten die Zöllner das Nagelstudio. So, Zollkontrolle. Das Studio ist voller Menschen.
Auf Bitten des Zolls filmen wir von außen. Ein Mitarbeiter hat keinen Ausweis dabei. Wo ist der Ausweis? Eine Person hat derzeit gar keine Dokumente, wo wir abgleichen können mit Lichtbild oder sonstigen, dass wir nachvollziehen können, das ist die Person, die jetzt vor uns steht. Und das stimmt mit dem Papier überein. Der Mann ohne Dokumente stammt offenbar aus Vietnam. Zollinspektor Peter Kockelmann telefoniert mit der Polizei. Eine Streife trifft ein. Die Zöllner übergeben den Mann an die Polizistinnen und Polizisten. Das ist die eine Person, hat gar keine Ausweisdokumente dabei. Ja. Unerlaubter Aufenthalt. Ja. Unerlaubter Aufenthalt, weil er keine Ausweisdokumente dabei hatte und eine Erwerbstätigkeit drin ausgeübt hat. Die Polizei übernimmt ab jetzt die weiteren Ermittlungen. Diese nimmt die Person jetzt mit auf die Dienststelle. Und dort erfolgt dann erstmal der Abgleich mit Fingerabdrücken. Ist die Person eventuell schon mal in Polizeisystemen bekannt, aufgegriffen worden? Neben dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz hat der Mann in dem Nagelstudio auch schwarz gearbeitet. Er muss mit der Abschiebung rechnen. Zwei Zollbeamte sichern derweil den Eingang. Niemand darf jetzt hinein. Zollinspektor Peter Kockelmann setzt die Befragung fort. Eine weitere Beschäftigte hat keinen Ausweis. Sie versucht zu fliehen, wird aber aufgehalten. Sagen Sie ihr bitte, sie soll sich hinsetzen. Es passiert ihr nichts. Was ist mit dem Ausweis? Bringt ihn jetzt jemand? Dann legt die Beschäftigte doch Ausweise vor, gleich zwei Pässe. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Saarbrücken hat einen Dokumentenprüfwagen dabei. Einer der Ausweise ist ein vietnamesischer Reisepass. Zusätzlich hat sie uns noch einen ukrainischen Reisepass vorgelegt. Dieser war vermutlich mal echt, allerdings wurden da einfach ein paar Seiten rausgerissen und dann ganz simpel ein Bild drüber geklebt. Die Frau befindet sich damit nicht nur unerlaubt in Deutschland, sie hat in dem Nagelstudio auch schwarz gearbeitet. Deshalb wird auch sie der Polizei übergeben. Sie muss ebenfalls mit der Abschiebung rechnen. Zollinspektor Peter Kockelmann war 12 Jahre Fallschirmjäger bei der Bundeswehr, hat auch im Ausland gedient. Er kennt die Armut, die Menschen nach Deutschland fliehen lässt. Ich kann mich noch an meine erste Prüfung in einem Nagelstudio erinnern. Und da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht, dass das schon ein bisschen, ja, es hat mir schon ein bisschen leid getan. Aber es gibt Gesetze, es gibt Pflichten und es gibt uns, die das dann auch kontrollieren. Zurück auf der Baustelle in Oberfranken. Auch hier ist ein Dokumentenprüfwagen im Einsatz. Dann zwei Treffer. Also wir haben wahrscheinlich zwei türkische Staatsangehörige, die sich mit bulgarischen ID-Cards ausgewiesen haben. Und jetzt müssen wir eben klären, ob es sich um Fälschungen handelt. Und danach schaut es jetzt auch aus. Es handelt sich um diese beiden Männer. Der Verdacht, sie haben sich bulgarische Pässe beschafft, weil Bulgarien EU-Mitglied ist. Und Menschen aus EU-Staaten dürfen in Deutschland ohne Einschränkungen arbeiten. Wir ermitteln jetzt. Und dann wird ja sowieso die Staatsanwaltschaft oder die Ausländerbehörde eingeschaltet, haben wir schon Kontakt aufgenommen. Wahrscheinlich handelt es sich bei den beiden um türkische Staatsbürger. Der Vorarbeiter der beiden Männer spricht Türkisch und übersetzt. Und wie haben Sie die bulgarische Staatsangehörigkeit bekommen? Bulgarien, nasıl aldınız diyor. Bizde şimdi babayla anne Bulgar vatandaşı olduğu için Bulgaristan. Eskiden Türkiye'ye gelmişler. Die Männer behaupten, sie hätten beide Staatsbürgerschaften. Wir haben nämlich Probleme mit den Ausweispapieren. Ja, deswegen bräuchten wir die türkischen Ausweispapiere. Die türkischen Papiere der Männer seien noch in der Türkei, sagen sie. Die Geschichte ist nicht glaubwürdig. Es folgen weitere Ermittlungen. Wir würden jetzt einmal zum Baucontainer runtergehen, weil die werden da höchstwahrscheinlich ja Taschen mit dabei haben. Ja. Genau, und die würden wir gerne mal durchschauen. Okay. Dort werden die Beamtinnen und Beamten des Zolls schließlich fündig. Er hat uns jetzt gerade in seinen Baucontainer, wo er seine persönlichen Sachen hat, hat er uns einen Führerschein, einen türkischen Führerschein gegeben. Und dann ist eben ein türkischer Name drauf. Und eben nicht der Name, den er auf seiner bulgarischen ID-Card hatte. Damit erhärtet sich der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts. Der Mann wird zur nächsten Polizeiinspektion gebracht, um seine tatsächliche Identität festzustellen. Auch ihm droht die Abschiebung in die Türkei.
zurück in Saarbrücken. Die Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sind unterwegs zur nächsten Kontrolle. Ein Restaurant soll überprüft werden, denn auch im Gastgewerbe ist Schwarzarbeit ein großes Problem. Wir fahren jetzt in eine Gaststätte, gut bürgerliche Küche mit einem Außenbereich. Ich denke mal, dass da jetzt schon einiges bei diesen Witterungsverhältnissen los sein wird. Wenige Meter vom Restaurant entfernt sammelt sich das Team des Hauptzollamts Saarbrücken. Kurze Ansprache von Peter Kockelmann. Hat jeder die Weste am Mann oder an der Frau? Verständlich. Okay, dann los geht's. Die Schutzweste ist obligatorisch. Gerade bei Kontrollen in Restaurants, wo viele Messer im Einsatz sind. Die rund ein Dutzend Beamtinnen und Beamten betreten die Gaststätte. Und sie sorgen beim Personal sofort für Aufregung. Alles in Ordnung. Ist der Chef, die Chefin? Ich bin die Nahrungsleitung, ich bin einsatzreich. Dann sind Sie mein Ansprechpartner. Wunderbar. Dann bräuchte ich von jedem, der hier arbeitet, einen Ausweis. Jawohl. Wir gehen gerade an die Spinde und Hose, gell? Das ist kein Problem. Das Team der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sucht im ganzen Restaurant nach hier arbeitenden Personen. Auch in der Küche. Mike Schenkelberger sammelt die Ausweise der Beschäftigten ein. Die Ausweise eingesammelt? Ja. Alles klar. Nehme ich die mit nach vorne? Genau. Im Gastraum wird überprüft, ob alle Beschäftigten korrekt gemeldet sind. Also wir haben im Vorfeld bereits eine Liste ausgedruckt, Deutsche Rentenversicherung, bezüglich des Betriebes. Und dort ist erkenntlich, welche Personen sind bereits zur Sozialversicherung angemeldet. Erfolgt jetzt ein kurzer Abgleich. Dann beginnt die Befragung. Art der Tätigkeit, Gehalt, Arbeitszeiten. In diesem Restaurant gibt es für den Zoll nichts zu beanstanden. Perfekt, alles klar. Und sind Sie entlassen? Erfahrung mit Schwarzarbeit macht man hier dennoch, sagt die Serviceleiterin, immer wenn man eine Stelle ausschreibt. Also sie kommen zum Vorstellungsgespräch, die bewerben sich ganz normal und dann fragen sie am Ende dann, werde ich hier angemeldet? Und dann gehen sie und dann sieht man die auch nie wieder. Halten Sie sich munter, ne? Nein, ich danke euch. Dann ist dieser Einsatz beendet. Nach seiner Zeit als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr entschied sich Zollinspektor Peter Kockelmann ganz bewusst für eine Karriere beim Zoll, um die Schwarzarbeit zu bekämpfen. Dass der ein oder andere sich die Taschen voll macht, das finde ich halt ungerecht. Und deswegen war das auch so ein Punkt, wo ich mir damals bei meiner Berufswahl Gedanken gemacht habe, was könnte dich ansprechen, wo könntest du dich selber vorstellen. Neben diesen mobilen Einsätzen ist heute noch ein stationärer geplant. Auf einem Autobahnparkplatz kurz vor der französischen Grenze wird eine Kontrollstelle eingerichtet. Neben Peter Kockelmann und Mike Schenkelberger sind rund zwei Dutzend Beamtinnen und Beamte des Zolls im Einsatz. Nicht nur. Recht herzlich möchte ich am heutigen Tag begrüßen unsere französischen Gäste. Die Zöllnerinnen und Zöllner haben heute Unterstützung aus Frankreich. Von Beamtinnen und Beamten der Direkt, der Regionaldirektion für Unternehmen, Beschäftigung und Arbeit. Auch in Frankreich ist Schwarzarbeit ein Problem. Wir haben die gleichen Probleme wie in Deutschland. Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, die Leute, die arbeiten, die sind nicht angemeldet. Die Firmen nehmen Leute mit auf die Baustelle, die haben keine Papiere. Das ist das Gleiche wie in Frankreich. In allen Ländern, glaube ich, so Fälle gibt es. Ja. Philipp Kiefer unterstützt die Beamtinnen und Beamten des deutschen Zolls. Heute werden vor allem Kurierfahrer und Bauarbeiter kontrolliert. Auch hier gibt es viel Schwarzarbeit. Dieser junge Franzose hat allerdings gegen ein anderes Gesetz verstoßen. Der Sprecher wird eingezogen und gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die private Einfuhr von Pfefferspray über die deutsche Grenze ist verboten. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Mais pourquoi vous êtes le spray avec vous? Je le garde au cas où. Pour me défendre. Die gemeinsamen Kontrollen zwischen dem deutschen Zoll und der französischen Direkt verlaufen seit Jahrzehnten reibungslos. Unsere Zusammenarbeit besteht schon seit 2001 und diese Zusammenarbeit ist auch persönlich zusammengewachsen und fruchtet. Mehr als ein Dutzend Verdachtsfälle auf Schwarzarbeit hat die deutsch-französische Zusammenarbeit heute ergeben. Und die nächste gemeinsame Kontrolle ist bereits geplant.